Aber nur ganz kurz, lustigerweise. Er ist gut, der andere, das wird vielleicht ein Problem. Macht aber nicht viel Damage zumindest, das was positiv ist. Und unser muss nur einmal treffen, dann ist alle Leben fast weg. Ein Drittel ungefähr. Jetzt hat's aufs Maul gegeben. Komm, fertig, hat er ihn. Alter, der gibt dir gescheit Gas. Coole Sache. Cooler Finishing Move. Also die sind echt immer richtig geil. Ich habe noch nie einen Doppelten gesehen. Also das haben sie echt cool gemacht. Ja. Irgendwas muss man ja können, wenn man die Steuerung so verkackt, ne? So. Den brauchen wir jetzt schon immer. Oder probieren wir den nochmal. Schauen wir mal. 36, 39, 35, also den da könnte man nur hoch. Ich bin dein nächster und letzter Gegner. Lass mich doch nicht warten. Komm und hol's dir. Dort, Karagor. Ich zerfetsche den. Du bist erledigt! Oh, ich töte dich! Ungeschickter Narr! So, da vernichtet er da ihn. Ja, wir müssen die Armee auf Vordermann bringen. Es geht nicht anders, das ist halt es. So, jetzt kann man dann schon den Stärken dann nehmen. Ich glaube, der ist 37, yep. Versprich mir, dich zu wehren. Ist doch fade, einfach so tot umzufallen. Ah, das ist diese schreiende Nervensäge. So, das ist ein bisschen, ich sag mal, ja, langwierig in so einer Folge. Ich weiß, Leute, aber ich muss es leveln, weil ich muss die hochbringen. Ne? Ich könnte es rausschneiden, aber ich will euch da nichts vorenthalten. Ne?
So, hoffentlich schafft er den. Der ist 34 jetzt. Schlag ist dein Gesicht hässlich. Ich will es dir abschneiden. Und jetzt töte ich dich, richtig? Runter mit dir! Gib endlich auf! Ja, sehr schön, der brennt schon mal. Feuer verträgt er überhaupt nicht, das merke ich schon. Er ist recht stark. Muss ihn nochmal anzünden, dann läuft's. Jetzt kriegt er ein bisschen. Oh, wow, 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 wow. Jawohl, zünden wir dann. Zündet den Dorn dann. Ja, das wird er gewinnen. Der hat mit 27 schon gegen einen 37, mit 24 gegen einen 37er gewonnen. Also der ist Wahnsinn, der Mensch. Der Mensch, der Ork. Ist ein guter Kämpfer. So, das haben wir. Schön hochgelevelt. So, machen wir den 35er da hoch. Du bist mir etwas zu dämlich. Aber na gut. Mehr Kämpfer! Ich trete alle! Ja, der macht mit Gift, das ist sehr gut. Diese Effekte sind immer sehr gut, weil die schaden den Gegnern meistens. Und zwar richtig gut. Ich glaube, der ist episch. Kann es sein, das wäre ein bisschen ein Problem. Aber er gibt ihm ordentlich aufs Nutzen. Der ist 45. Oh, unsere 35. Ich dachte, das ist ein 37er. Okay. Wahnsinn. Aber unser gibt ihm ordentlich ein paar aufs Maul. Zack. So macht man das, Leute. So macht man das. Kriegt jetzt aber ein bisschen viel aufs Maul, das ist nicht gut. So, den müssen wir einnehmen, da hat unser verloren. Aber ist nicht so schlimm. Weil der ist nämlich nicht schlecht, dann werde ich den anderen da schnappen. Und dann werden wir den rekrutieren. So, wo ist er? Wo ist er denn? Hä? Da ist er. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. So, da, auf in meine Armee. Oh, das geht nicht. Ist der zu hoch oder was? Beschämen wir ihn mal. Er war ein bisschen zu hoch. Ja, das ist aber trotzdem nicht aufgenommen, sondern nur beschämt. Das ist halt das. Aber egal. Egal. Hast du dir Eingeweide schon mal Ja, wir können eigentlich eh schon die Verteidigung machen. Es müsste sich schon ausgehen. Wir haben ja sehr viele Leute hier, so ist es ja nicht. Haben wir sonst noch irgendeinen Auftrag da? Ich glaube nicht, ne? Ein bisschen Sammelzeugs nur, aber ansonsten können wir das ruhig machen. So, was hat der für ein Level da? Unser ist Fluchtverhinderung. Ja, das ist ja unser, ne? Ja, das schaffen wir schon. Mach mal die Def, Leute! Das lila Teil ran. Was ist das für schleimiges Zeug?
Sowas in der Art. Na, jetzt Trottel, du sollst den Auftrag annehmen, nicht mit dem rumspielen, der. Mein Gott, nimm nur den Auftrag an, diese scheiß Doppeltastenbelegung, ey. Das ist so widerlich. So richtig scheiße, Leute. Kann man das freischalten da? Warte mal, Belagerungsverbesserungen, so. Geht leider nicht. Irgendwie geht das nicht. Warum auch immer. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Es sind schwere Gegner, aber wir schaffen das schon. Müssen halt ein bisschen mehr fighten, weil die Armee ist jetzt nicht so hochgezogen. So, geh gleich mal runter. Ich werde dafür sorgen, dass du heute dein Leben und deine Festung verlierst. Dass die gar nicht erst zur Festung kommen, da. Oh, hau ab, Alter! Du Bauer! Egal, dann machen wir den zuerst. So, dann ist der auf meiner Seite. Das ist schon mal geritzt dann. Wenn es hinhaut, davon gehe ich aus, ne? Ich diene dem hellen Herrscher. Läuft, läuft, läuft. Wir hatten sie klein. Wer ausweichen wird, ist der andere. Er hält viel aus, aber ich glaube, wir kriegen ihn hin. Und zur Hälfte haben wir ihn schon. So, dann kann man schon einheißen, das geht gut bei dem. Da haben wir einen 40er in der Armee jetzt. Müsste ja auch aufsteigen, wenn ich ihn rekrutiere, glaube ich. Nee, aber ist okay. Ja, ja, passt schon. Dir wird nichts passieren. Alles klar, alles klar, alles klar. So, die müssen wir besiegen. Was ich aber machen muss, ist, ich sollte einen nur zum Bodyguard machen. Ich glaube, das habe ich nämlich verschwitzelt. Oh, der ist episch. Hier in einen epischen, das wäre richtig geil. Wer war denn der Geile da vorher? Ja, da, ne? Ne, ein Schreihals will ich nicht, der nervt voll, hä? Meisterschütze, nimm mal den als Bodyguard. Das geht leider nicht, anscheinend. Also, mitten im Fight geht's nicht. Okay. Egal. Misch mal kurz hier auf, dass er Ruhe ist vor dem Tor. So, ist vom Tor Ruhe. So, ich hab's Tor beschützt, jetzt müssen wir da rein. Aber unsere Leute, die schaffen das ja. Weil wenn die anderen nicht dazukommen, dann hilft es natürlich ungemein. Wir müssen die umnieten da. Da hinten ist so ein Dödel. Wo ist denn der? Da ist er. Da rein, da spazieren. Oh, der ist 45, scheiße. Da holen wir uns einmal den Drachen. Und den Bodyguard. Oder whatever. Ja. Hinten muss ich mal wen wiederbeleben. Den anderen machen wir platt. Alter, so schnell kann ich euch nicht wiederbeleben, wie ihr Scheiße baut, ihr Idioten. Nee, den, du Trottel. Ja, warte halt, ey. Dann geht halt nicht so schnell drauf, ihr Deppen.
Mein Gott, ja. Schnell ihr sterbt, unwahrscheinlich. Mies. Mein Gott, da wenn irgendeine Drecksadant dazwischen funkte, dann kannst du den wiederbeleben. Das ist voll arschig, ey. Geht es jetzt endlich? Alter! Mann, ist das nervig, Leute. Kann es ja wohl nicht sein, diese gottverdammten Affen hier. So, können wir den jetzt da? Das wäre nice. So, haben wir einen mehr? Ein paar werden sterben. Du kannst nicht alle retten von den Hauptmännern, aber ist egal. Wir holen ja wieder neue rein in die Armee. Alles klar, alles klar, alles klar. So, den Punkt haben wir. Jetzt müssen wir da weiter. Wo da alles drauf geht. Ein paar Pfeile nebenbei holen. So, ihn müssen wir schnell noch. Oder können wir retten, natürlich. So. Er ist ein 45er, der ist ein Problem. Er ist wirklich ein Problem, der Typ. Der Beschuss sicher? Nö. Ich bin ein Krieger! Meiner ist tot, den hat er leider. Ah, der ist verblutet, okay, okay, okay. Ja, wie gesagt, man kann nicht alle retten, das ist halt scheiße. Ich muss den Dicken da jetzt loswerden hier. Der ist echt krass. Der ist episch halt. Sehr schwierig. Die verbluten da alle nacheinander, aber ja, sind nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Die Armee wird kleiner, aber das schaffen wir auch so. So, versuchen wir den einmal da unter Kontrolle zu bringen. Es wäre geil, wenn der für uns kämpft, Leute. Ah, scheiße. Na, dann töten wir ihn. Das ist blöd. Der wäre super. Na, dann müssen wir ihn töten. Wir schämen ihn nicht gleich töten, weil der kommt es uns wieder, ey. Und ich so verblutet. Ja, was soll ich machen, ne? Ich gehe aber auch so schnell drauf, diese Lappen hier. Oh, der zwirnt nur, ey. Gott. Alter, weiche ich halt aus, das Stück Kacke, ey, wenn ich Leertaste eh schon drück. Oh, wir haben ihn. Mist, Saudi. Waldläufer tötet nicht Olok. Olok tötet Waldläufer. Nö, nein. Oh, der kommt schon wieder nochmal. Das ist halt kacke. Ne? Oh, jetzt hat er wieder volles Leben, oder was? Ach, komm. Das ist doch arschig. Was macht denn bloß Meier da, ey? Aber mitten ins Gesicht, das mag er auch nicht. Was anderes fällt mir auch nicht mehr ein. Unser Ander ist wieder tot, aber ist egal. Wir werden den, wie gesagt, platt machen, ne? Das ist wichtig, dass wir den platt machen. Das ist der stärkste, den wir da eingenommen, merke ich gerade. Ich gehe da mal rüber kurz. Weil ich muss drüben auch, weil sonst nehmen wir die das nur ein. Die sind nämlich scheiße. Den können wir einnehmen, da, den Typen. Dass er dann für mich fightet. Und deffen gleichzeitig, das ist natürlich super. Das hat funktioniert. Brav, brav. Für dich, Meister. Danke, danke. Ich hol mal meine Pfeile, wenn es recht ist. So. Wie kriege ich das jetzt, indem ich da stehen bleibe, oder was? Achso, nee, ich muss das nur deffen. Ja, dann gehen wir da drüben das einmal an. Der andere ist auch schon fällig. Das ist der falsche, oder? Nee, das ist der richtige. Oder? Ja, töten wir ihn. Geht nicht anders. Oh, scheiße. Uhoho. Der mag es nicht recht, wenn man den anspringt, das merke ich schon. Aber der ist gleich tot.
Unsere ist verblutet. Aber das war ein 29, das ist nicht so schlimm. Er kann nicht alles schaffen, ne? Jetzt muss er es aber langsam mal sein, hey. So, wir haben ihn. Alter, der war hardcore, Leute. Aber geschafft. Kriege ich ein super Item, da wette ich. Der war episch, Ladies and Gentlemen. Der war episch. Da hagelt's Punkte. Die Items müssen wir dann noch finden, ne? So, jetzt muss man schauen, habe ich alles gekriegt oder muss ich das jetzt nur einsammeln? Ne, wir haben es gekriegt. Jetzt schauen wir, was das für ein Level ist. Für 45, den kann man sicher brauchen. Der ist schlechter wie der andere. Aber ich lasse den mal drin, weil er episch ist. Kann man sicher brauchen. Ist das besser, was wir drin haben? So, beim Schwert wird es hier nichts Besseres geben. Weil wir haben das 60er. Und so einen epischen. Das ist wirklich ein gutes Ding. Wir nehmen natürlich den epischen, das ist der, den wir haben. Diese geile epische. Jawohl. So, wie sieht's denn hier aus? Da können wir einen hoch, okay. Dann entfernen wir die grünen mal. Ja, bringt's aber eh nicht, merke ich gerade. Aber egal, kein Problem. So, perfekt. Also da braucht man nichts holen, das haben wir so geschafft. Und jo, dann können wir rübergehen. Jetzt müssen wir uns mal die Armee anschauen. Wir haben hier nur eine Mission. Das mal sowieso, aber ich würde mal gerne die Armee mal anschauen. Ist der Boss hier? Das ist ein 41er, also die Armee scheint nicht so schlecht gelevelt zu sein, das haben wir gut gemacht. So reingescrollt da, checken wir es mal ab. Boah, das geht schon, 43, das ist eine super Armee, da kann man ja gleich in die Dev gehen. Überhaupt kein Problem, sage ich mal. Ja, läuft. Mal was skillen. Ich mach jetzt irgendwas, wir haben ja schon so einen Standard hier. Ah, da brauche ich eigentlich nichts mehr. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.